Herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Diesel TV. Heute mal wieder eine Fahrzeugvorstellung. Ich habe es ja bereits angekündigt in den Fernfahrerwochen. Ich habe wieder einen Testwagen, dieses Mal wieder ein Scania. Achso, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt gerade die Vorstellung hier mache und nicht an meinem Stammplatz, wo auch mein Stellplatz ist. Ich habe mein Auto, also ich bin ja mit dem Auto den LKW holen. Jetzt habe ich hier kein Auto mehr. Deswegen muss ich mit dem LKW nach Hause fahren und ja, jetzt ist alles durcheinander und ich habe jetzt auch noch gleich ein paar Sachen zu erledigen. Und dann muss ich nachher schon losfahren und ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich es halt einfach mit der GoPro kurz und schmerzlos. Das wird ja eh nicht so viel zu zeigen sein. Ich hatte jetzt ja den R45, ich hatte den 660S und jetzt habe ich den neuen 560S. Super, wie man hier auch im Kühlergrill erkennen kann. Das ist also original von Scania angebracht. Viele machen sich das ja so bei den Scanias vorne in den Kühlergrill, beim Streamen oder sowas, einfach diesen super Schriftzug. Hier hat Scania sich das sozusagen abgeguckt bei dem neuen Antriebsstrang, denn die Motoren sind jetzt anders. Also die haben alle mehr Leistung bekommen. Es gibt der 410er, ist jetzt der 420, der 450 ist der 460, der 500er bleibt gleich und der 540 ist der 560. Das ist auch der, den ich hier habe. Wenn ihr euch an den 660er V8 erinnern könnt, hatte der ja die Besonderheit, dieses neue Getriebe zu haben mit 14 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen. Das gab es damals aber noch nicht für die Sechszylinder. Das gibt es jetzt hier beim Super Antriebsstrang auch. Das heißt, hier hat auch dieses Overdrive-Getriebe, was ich beim V8 schon gezeigt habe. Ansonsten ist es das typische Scania Next-Gen-Fahrgestell. Hier brauche ich eigentlich nicht viel Neues zu zeigen. Das kennt ihr schon, habe ich zu Genüge gezeigt. Vielleicht im Innenraum noch, eigentlich im Innenraum ist auch nichts anders als sonst. Die einzige Veränderung, die jetzt auch neu gekommen ist bei dem Super-Antriebsstrang, sind neue Tanks. Die seht ihr hier. Also die Hauptneuerung ist eigentlich diese ganze Pumpeneinheit hier hinten dran. Und Scania sagt, also normalerweise früher war das so, bei den Tanks hat man die nur bis zu 10% Füllmenge leer gekriegt. Jetzt mit dieser neuen Pumpeneinheit soll man die also ratzeputz leer fahren können. Die kann man aber, also je nachdem, ich glaube, als ich meinen V8 konfiguriert habe, den V8 gibt es noch ohne diese Einheit. Ich weiß nicht, weil die sieht auch ziemlich teuer aus. Und ich fahre meine Tanks eigentlich eh nie wirklich leer, deswegen, ich bräuchte es jetzt nicht. Weiß nicht, vielleicht kann man das auch noch so bestellen, ohne diese Einheit. Keine Ahnung, also auf jeden Fall, die ist auch neu. Und ja, ansonsten ist halt der Motor die Hauptveränderung. Es ist jetzt nicht nur mehr Leistung, sondern da hat man auch viele andere Neuerungen gemacht. Und es soll wohl bis zu 8% Kraftstoff einsparen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wird sich zeigen nächste Woche. Bei der DAF-Roomtour habe ich doch auch hier unter die Kabine gefilmt, die beim DAF auf der rechten Seite ja komplett frei war. So sieht übrigens das aus, wenn man ein zweites Staufach da hat. Also das wäre theoretisch beim DAF zumindest auf der rechten Seite auch möglich. Ja, nur dass man mal so ein Bild bekommt, wie das dann so aussehen würde. Weil es auch einfach nur so ein Kasten ist hier unter der Kabine. Ich war ja damals schon erst von dem R45, von dem Blau-Gelben, überrascht vom Verbrauch, dann vom V8 überrascht vom Verbrauch. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier bei dem Super rauskommt. Ja, also wie gesagt, zu erkennen ist es eben dieser Super an dem Super-Schriftzug im Kühlergrill. Und hier an der Tür ist auch noch so ein kleiner Aufkleber. Jetzt kann ja Super. Ja, und sonst die typische Ausstattung. Was jetzt ein bisschen schade ist, ist, der hat jetzt, also ich sage tatsächlich schade, weil bei Scania gibt es jetzt ja auch ein Kamerasystem statt Außenspiegel. Und ja, der hat jetzt aber hier noch die Außenspiegel. Ich hätte es wirklich gerne mal getestet, denn Scania geht da ein bisschen anderen Weg, was ich auf den Bildern gesehen habe. Die haben nämlich nicht nur eine Linse, wie ich es bei den Herstellern so bis jetzt kann, oder den Kamerasystemen, mit denen ich gefahren bin, hat. Also der DAF und der Mercedes, die haben ja, und der MAN, glaube ich, haben alle nur eine Linse. Bei Scania ist ja auch der Kameraarm nicht oben angebracht, sondern hier unten, sodass man ihn praktisch sieht von innen. Und sie haben eben zwei Linsen, also eine Linse für den normalen Spiegel und eine Linse für den Weitwinkelspiegel. Und vielleicht kriegt man dadurch diesen Verzerreffekt oder diese, ja, dass man halt einfach, wie soll ich sagen, die Perspektive anders ist. Na, ist schwierig zu beschreiben, aber jeder, der mit dem Kamerasystem schon mal gefahren ist, der weiß wahrscheinlich, was ich meine, dass es halt einfach so mit Abständen und Geschwindigkeit schwierig ist einzuschätzen. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Der Wagen hier hat annähernd Vollausstattung, also Vollluftfederung, Standklimaanlage, Ledersitze, Retarder, Abstandstempomat, den Totwinkelassistenten hier oder Sideguard Assist, Seitenverkleidung, Alufelgen, alles lackiert in Wagenfarbe.
Ja, genau, die Zusatzscheinwerfer, 6 Stück. Also 4 Zusatzscheinwerfer, LED-Abendlicht und so weiter. Also ein volles Programm. Der ist auch schon, der hat man mir angeboten zum Verkauf. Ich wollte es noch überlegen. Ja, und jetzt ist er schon weg natürlich. Momentan ist einfach verrückt die Nachfrage. Und ja, hier im Innenraum das übliche Spiel. Also auch alles drin. Großer Tacho, großes Navi. Schubladen. Der hier hat jetzt auch nicht, wie ich es normalerweise von den Vorführern kenne. Ja, sorry hier noch für das Chaos. Der hat jetzt ein zweites Bett. Oh, Alter. Fliegt erstmal die Kamera weg. Jedenfalls ein zweites Bett statt dem Staufach. Hatte ich mich zuerst gefreut. Geil, zweites Bett, kann ich meine Kamera wieder an die Leiter machen, weil ich fahre ja immer, hab das Bett unten und die Kamera hängt an der Leiter. Und jetzt guckt mal hier, ist gar keine Leiter da. Also das scheint wirklich dann ein absolutes Notbett zu sein. Und vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe das Gefühl, die Matratze ist eine andere. Also dieser Bezug. Vielleicht ist es irgendwie so eine Premium-Matratze oder ich hatte immer die Premium-Matratze, das ist die normale. Kann es nicht wirklich sagen. Ja, genau, das ist neu. Oder kenne ich noch nicht. Ansonsten der Rest ist bekannt. Zu der Kabine wird es eigentlich wirklich nicht mehr zu sagen. Die kennt ihr schon, die kenne ich schon. Aber vielleicht noch zu den technischen Daten. Also Drehmoment hat er hier tatsächlich 2800 Newtonmeter. Das finde ich schon ganz schön krass. Dafür, dass der keinen Turbo-Compound hat, so wie ich weiß zumindest. Zum Beispiel mein V8 Streamline, der hat 2950 Newtonmeter. Das heißt, hier mit dem 13 Liter statt 16 Liter 6-Zylinder habe ich nur 150 Newtonmeter weniger wie mit meinem V8. Und wie gesagt, also beim Fahren, das hat man echt brutal gemerkt. Also war wirklich gefühlt kein Unterschied zu meinem Streamline. Und ja, die Daten geben das natürlich auch wieder. Das ist, glaube ich, eine ziemlich kurze Vorstellung. Aber ich habe halt den Scania Next Gen schon ausführlich gezeigt. Sowohl den V8 als auch den 6-Zylinder. Deswegen gibt es ja eigentlich jetzt nicht mehr wirklich viel dazu zu sagen. Ich kann euch vielleicht mal noch den Verbrauch zeigen. Das ist jetzt allerdings nur Solofahrt. Ohne Auflieger, ohne alles. 16,3. Und da, also ich finde 16,3, wenn man sich überlegt, das ist eine Zukunft. Ja, ich weiß, es ist nur Solo und sowas. Aber wenn man überlegt, dass manche Diesel-PKWs schon 12 Liter Diesel durchziehen oder 11, finde ich das für eine Sattelzugmaschine doch einen ganz ordentlichen Verbrauch. Aber wirklich spannend ist natürlich, wie das Ganze mit Auflieger dann aussieht. Das werde ich dann ab morgen sehen. Ihr dann auch in der Fernfahrerwoche. Ich gebe euch dann natürlich am Ende ein kleines Fazit noch zu dem Video. Zu dem Video könnt ihr auch machen, aber zum LKW. Ich denke aber, das wird genauso kurz sein wie die LKW-Vorstellung hier. Aber trotzdem, weil ich das ja immer so mache, dass ihr wisst, was ich gerade habe diese Woche, denke ich mal, macht es schon Sinn, den hier zu zeigen, auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Neues war. Wie du mal sagst, ihr wisst ja, ein Träumchen, seid gespannt auf den Verbrauch. Oh, ihr könnt ja mal schätzen, wo der ungefähr rauskommt. Gerne in die Kommentare schreiben, was man hier am Ende schafft. Wie gesagt, ich werde wieder fahren, wie immer, nicht mit vollem Öko-Programm, sondern einfach ganz normal, so wie man halt normalerweise fährt, um einfach zu gucken, was dann am Ende dabei rauskommt bei der ganzen Geschichte. Danke fürs Zuschauen, ihr wisst ja, ein Träumchen, macht's gut, haut rein und dann bis zur nächsten Folge aus dem 560S.